hoffe, dass sich die Situation bessert. Tactical Retreat. Ziehst dich auch zurück. Tactical Retreat. Wir können kein... Wir können Status Quo verhandeln, aber es bringt mir gerade mal überhaupt nichts. Dieses Gebiet hier ist eigentlich ziemlich schwach verteidigt. Ich könnte es beanspruchen, aber... Moment. Ist das ein totaler Krieg? Bin ich hier gerade in einem totalen Krieg? Weil eigentlich, ich meine, bei den genozidalen Imperien wäre es immer ein totaler Krieg. Das heißt, da würde das dann automatisch rüber switchen. Ich kann die Ansprüche echt nicht... Ja gut, hier habe ich automatisch den Superanspruch, weil es mein System ursprünglich war. Warte, Kriegsziele werden ignoriert. Warte, ich krieg die doch. Ha. Fürs Erste werden wir das akzeptieren. Ich habe bekommen, was ich wollte. So, der Krieg ist vorbei. Hier mache ich eine Sternbasis. Ich sollte die Dinge vielleicht auch mal richtig lesen. Ich habe bis jetzt eigentlich nie dieses Kriegsziel benutzt. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner. Wo ist meine zweite Flotte? Wann kommt die wieder? Im November 2073. Construction complete. Wegen hat mit Ägypter ein Defensivabkommen geschlossen. Okay, beim nächsten Mal haben wir ein Problem. So, wo ist die eine Flotte? Ja, es ist ein totaler Krieg. So viel kann ich sagen, weil es ja hier die ganze übernimmt. Herabstufen, sollte ich das machen? Nee, hat nicht die Fähigkeit. Die kann das nicht übernehmen. Dafür sind sie nicht stark genug. Pass auf. Das wird gerade zu meinem Vorteil. War declared. Dark Tribe hat Troja den Krieg erklärt. Ja, Troja. Troja wird dezent gefickt. Exotische Gase, Zivilindustrie. Ich habe das noch nicht erforscht, ne? Nee. Chemische Bepflanzung habe ich noch nicht. So. Wenn sie einen Krieg wollen, dann können sie einen Krieg haben. Die ziehen sich immer noch zurück. Das ist mir recht. Das Ding ist, wollen die jetzt direkt zum Datana-System? Was? Wo ist denn das? Sind die mit noch jemandem im Krieg jetzt? Nein, sind sie nicht. Status Quo aushandeln. Relative Flottenstärke ist immer noch zu gering. Okay, also irgendwie... Verstehe ich noch nicht so ganz, wie die KI ihre Entscheidung trifft. Wo ist die? Da ist die erste Zenturie. Pass auf. Die können jetzt durch das Wikingergebiet, weil wir noch weißen Frieden haben. Das heißt auch, dass die Grenzen offen sind. Warum auch immer. So, ich kann verstehen, dass man nach einem Krieg die Truppen wieder in ihr Heimatland zurückkehren lässt. Aber dass man die einfach überall durchfliegen lässt, ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Kann ich mir nicht vorstellen. Technology. Die Sternbasen kann ich übernehmen. Dann kann ich hier nämlich... zumachen. Dann kommen wir vielleicht mal aus dieser Sandwich-Position raus. Construction complete. Und dann können wir uns vielleicht auch darum kümmern, mal diese ganzen Aliens complete. Da. Was wir mit denen machen. Disruptor. Disruptoren sind an sich ziemlich gut, allerdings haben wir auch keine gefallenen Reiche hier. Röntgenlaser.
brauchen wir... Wir haben aber Kristalle. Kristalle ist gut. Ich finde es leider schade, dass wir die hier nicht erwischt haben. Es fehlen Dinger. Wir haben jetzt nur für die nächsten 10 Jahre Frieden mit den Wikingern. Kriegserklärung. Grenzkonflikte. Ihre Ansprüche auf uns, ja. Construction complete. Also mit den Wikingern kriegen wir in naher Zukunft keinen Frieden mehr hin. Aber wir haben sie ein bisschen geschwächt. Und wie gesagt, überraschenderweise waren unsere Flotten ihren immer überlegen. Moment, Moment. Hier bleiben. Da kommt eine Flotte. Hier möchte ich wirklich nur einen Status Quo, weil Bedrohung auflösen, das hat minus 1000. Das ist gar nicht schaffbar. Das ist gar nicht gewollt. Bei der bedingungslose Kapitulation, bei fanatischen Säuberern, da würden die im Prinzip aufgeben. Und das machen sie nicht. So, du bist da. So, jetzt können unsere beiden Flotten gemeinsam agieren. Schnappt sie euch. Können wir irgendwas... Produktionsziele können wir aktivieren, super. Da brauchen wir definitiv eine Sternenfeste. Wir werden sogar definitiv eine Sternen... Ist das schon eine Sternenfestung? Ja, die werden wir brauchen. Wenn wir die Wikinger da wirklich abwehren wollen. Hier haben wir tatsächlich... Oh, cool. Wir brauchen definitiv eine Armee. Irgendeine. Wir bombardieren die jetzt einfach so lange, bis die keine eine Armee mehr da drauf haben. Dann landen wir da eine. Und dann übernehmen wir die Kolonie. Dann übernehmen wir direkt zwei Planeten. Wenn alles nach Plan läuft. Und haben dann auch ein paar häusliche Sklaven. Auf. Ihr bombardiert und ihr fliegt weiter. Flottenmanager, wie sieht's aus? Wir können ein Schiff verstärken. Wundervoll. Aber apropos, haben wir vielleicht ein paar von den Schiffen verloren, die wir gar nicht neu bauen können? Nee, haben wir nicht. Das ist nur diese eine Fregatte. Ich find's auch toll, wie die Karawanisten einfach durch das Gebiet von den fanatischen Säuberern fliegen. Es interessiert sie einfach nicht. Ich meine, die haben eine Flottenstärke von 4000, aber trotzdem. Und 370, ja, das ist absolut machbar, pass auf. Und das System übernehmen wir. Und dann können wir Status Quo können wir nicht direkt anbieten. Aber uns gehört die Sternbasis ja direkt. So, ihr fliegt darüber. Die relative Flottenstärke ist einfach immer noch zu hoch. Deshalb... Enemy presence exposed. Oh, die sind noch beide entkommen. Sternbasis ist deaktiviert. Das System hätte ich gerne noch, aber... Ob wir das hinkriegen, ist die Frage. Wie stark ist dieser 27? Das ist echt wenig. Sozialkulturerbe. Planetare Hauptstadt.
Delta-Aliens. Was sind die Delta-Aliens? Eine Gaia-Welt. Was? Die brauche ich. Ich will wissen, was das für Aliens sind. So, passt auf, ihr bombardiert die hier. Sagen die Fern. Wir können sie nicht besetzen. Ja, das ist doof. Wie sieht's aus hier mit Armeen? 206. Pass auf. Wir brauchen mal ein paar Legionen. Special Project complete. Kristallwesen. Faszinierende Kreaturen. Wir brauchen definitiv kristallines Studium. Es gibt da nämlich Kristallplatten, die die Höhlenkapazität erhöhen. Ist super, wenn man gegen Gegner kämpft, die... Wie heißt es? Die Waffen haben, die sowohl Panzerungen als auch Schilde durchdringen. Situationsprotokoll kristallines Studiums eigentlich mit gerade am verlockendsten, aber es werden ja gerade Röntgenlaser erforscht. Habe ich jetzt? Ja, habe ich. Müsste ich haben, oder? Chemische Bepflanzung. Ja, absolut. Nein, nicht exotische Gasbatterie. Dann kann ich nämlich Construction die complete. Hier auch upgraden. Also sowas brauche ich effektiv erstmal drei complete. Von denen. Ich brauche auch hier. 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 Boah, das wird ja... Dass die Stabilität nicht viel geringer ist. Immer noch kein Status Quo drin. 88. Aber diese Armeen würden schon reichen. Wie sieht es eigentlich aus? Prism, was ist Prism? Achso, das sind die Kristallviecher. Über ihre Flottenstärke ist immer noch überwältigend. Davon sehe ich nicht viel. Aber ihr seid auch in keinem anderen Krieg verwickelt. Das irritiert mich. So, einmal Zielcomputer, einmal Störsender, bitte. Und wir können diese Trümmer auch analysieren. Haben die überlegene Technik? Plasmawerfer, Metallkeramikpanzerung, kleine Railgun, Ionentriebwerke, eigentlich nichts. Was ich glaube, die Plasmawerfer kann sein, dass das die besseren sind, aber ansonsten war da nicht wirklich was dabei. Doch, die Panzerung war dabei. Wir möchten die Vereinbarung gerne fortführen, danke. Barriere. Antimaterie-Reaktor. Wir warten noch gerade, bis die anderen Armeen ankommen und dann können wir diesen Planeten übernehmen. Wie sieht es denn hier aber aus? Genkliniken, Zivilindustrie, Zivilindustrie. Passt auf, ihr verbindet euch. Mit eurer kombinierten Macht formt ihr Captain Planet. Warte, wo ist die andere Transportflotte hin? Ach, da kommen noch welche. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Limes. Einfach Kriminelle richten keine Schaden. Doch, aber es ist mir gerade egal. Wir brauchen einen General. Und zwar... Die Dinger sind hier auch nicht so mega nützlich, aber... Immerhin nützlicher, als sie es im Originalsiedler sind. Shots fired. Gebt ihnen mehr Leistung. Ach, wie... Oh, das wird so teuer.
Special Project complete. Das wird so mega teuer, aber ich habe nicht wirklich eine Wahl. Stopp, stopp, stopp. Oh, 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 oh. Shit, shit, shit. Aber die haben immer, die sind immer noch so beschissen. Und die haben auch nur Waffen, die schwach gegen Panzerung sind. Und halt eine Flak-Batterie. Die haben nicht wirklich ein Recht, so stark zu sein, wie sie sind. So, auf die fliegen rüber. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht völlig schief geht. Kommt, beteiligt euch mal. Also dafür, dass meine Flotte hoffnungslos unterlegen ist, schlägt sie sich gut. Bis Not... So, pass auf. Einmal bis hierhin und dann ziehen wir die Flotte nämlich raus. Euer Ernst? Oh, ernsthaft? Warum fliegt ihr durch... Warum fliegt ihr auch durch dieses System raus da? System sperren. Wegen so... Sowas hasse ich. Wegen so einer Kacke verliert man einfach mal seine Flotte. Wo ist... Ja, die hat sich zurückgezogen. Ich kann aber auch leider keinen Status Quo aushandeln. Kriegsmüdigkeit 57%. Fast Plattheitverluste erlitten. Ja, no shit. Alter, 8000, wo waren die ganze Zeit? Können wir Handelsabkommen? Ich brauche Legierungen. Die sind nicht bereit, mir Legierungen zu geben. Die wahrscheinlich auch nicht. Mayas, mag uns hier irgendjemand? Die Wikinger mit Sicherheit nicht. Die Ägypter waren doch eigentlich mal gut, auf uns zu sprechen, aber nein, weil wir mit Rivalen von Verbündeten sind. Ground invasion force has seized a planet. So, ich bin mal gespannt, wie lange die hier bleiben. Wohnhaft, ja, ich werde sie jetzt erstmal nicht versklaven, weil. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Stress. Das ist der beste Grund, keine Sklaverei zu betreiben, weil man keinen Bock auf Stress hat. Sternfestung dauert noch 6 Monate. So, Himpra-Station, ja, schön. Wo ist die andere Flotte hin? Die hat sich wieder zurückgezogen, vermute ich. Jedenfalls sehe ich sie nicht mehr. Agrarsubventionen sind ausgelaufen. Ja, dann macht weiter. Und jetzt sind die... Es leben hier 4 Römer und die sind jetzt ernsthaft so wahnsinnig, dass sie meinen... den Planeten mit ihren eigenen Leuten bombardieren zu müssen. Was könnt ihr euch... Rost? Was? 500 Legierungen? Nein. Nicht für 4 Pops, das ist absolut nicht wert. Nein. Weder vorne noch hinten. Kann ich... Ich brauche Legierungen, aber Legierungen kaufen ist immer schlecht.
Aber jetzt bombardieren die halt erstmal eine Stunde. Das soll mir recht sein. Wo ist meine andere Flotte hin? Die haben ihre Grenzen wieder geschlossen. Weißer Frieden ist bis 283. Xurakop wurde zerstört, das ist mir ziemlich egal. Ich kann. Aber für die neuen Schiffe kann ich ja jetzt auch eigentlich. Es. Und Durastahl. Werden verbessert, aber ich werde sie nicht verbessern, ich werde sie einfach nur ersetzen. Construction complete. Ehrlich gesagt weiß ich auch gerade gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit Korvetten weiterzuarbeiten. Ich glaube, die bombardieren jetzt halt ewig den Planeten, aber sie werden, glaube ich, wenn wir Glück haben, keine Armeen drauf landen lassen. Warum haben wir auf einmal so ein Mega-Problem mit Nahrung? Dominierung, Diplomatie, Wohlstand, Harmonie. Nahrungsverbrauch wird um 10% reduziert. Das klingt im Moment ganz gut. Construction complete. Zivilunternehmen, Nachbrenner, Weltraumtorpedos. Construction complete. Wir müssen diese Flotte schlagen. Wenn wir das hinkriegen, sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Enemy presence exposed. Wo? Pollux-Station. Ja gut. Dann ist es halt so. Enemy presence exposed. Technology secured. Chemo-Wonne, ökologische Anpassung, Staatselements-Dots. Aber 104 Monate ist mir dafür zu lang. Genetisches Gesundheitswesen könnte ich brauchen. So, die Frage ist halt, bringt es mehr, wenn man auf 40 waren die vorher? Building ruined. Müsste das jetzt hochrechnen, ob das was bringt. Ich brauche einfach so scheiß viele Legierungen, dass ich mir die gar nicht leisten kann. Aber ich habe doch jetzt. Ha. Machen wir daraus nämlich jetzt die Dinger. Gase. Wollen wir eine Gießerei-Welt? Da fehlen uns die Dinger für. Sag mal so, mit den Legierungen wird es wesentlich stressfreier, sobald wir halt Rom zu einer Ekumenopolis gemacht haben. Kuratorstation. Was? Oh.
Ja, ein Rave hat die Kuratorstation zerstört. Das ist dezent kacke. Aber was will man machen? Building ruined. Construction complete. Status quo aushandeln. Also dafür, dass wir diejenigen sind, die gerade am meisten leiden. Aber die ganzen Pops sterben halt auch. Oh Mann, die töten sich gerade selber. Erste Zenturie angreifen. Construction complete. Also hier drüben haben wir eine Chance. Building ruined. Zumindest wenn sie nicht koordiniert angreifen. Nee, tun sie nicht. Construction complete. Oh doch, sie greifen koordiniert an. Scheiße. Building ruined. Die fliegen einfach nur im Kreis. Truppentransporte sind schon komisch. Wikinger ist nicht länger ein gültiger Regale. Ich ahne Schlimmes. Überwältigend. Was? Ja, weil wir so viele Schiffe verloren haben. Friedensangebot. Wir können einen Status Quo durchsetzen, aber ich hätte gerne trotzdem diese Systeme. Weil das können wir nicht mehr retten, aber... Building ruined. Okay, merken, Glavius KI ist schon wesentlich besser als das, was Vanilla Stellaris so zu bieten hat. Ah, und du ziehst dich natürlich immer hierhin zurück. Pass auf, du übernimmst dieses System und dann enden wir den Krieg. Und die Aufnahme. Wir haben jetzt sowieso das Midgame erreicht. Es ist jetzt eine unbevölkerte, tote Welt. Ernsthaft? Ach ja. Klar. Ja, als genozidales Imperium haben sie halt auch Zugriff auf Armageddon-Bombardement. Und das heißt, am Ende wird aus dem Planeten wirklich eine tote Welt. So, jetzt übernehmen einfach nur diese blöde Sternenbasis. So, Status Quo. Wir haben unsere Mission, die Römer auszulöschen, noch nicht aufgegeben. Ja gut. So, einmal... Nächste Reparatur. Also, die Trojaner... Obwohl... Warte. Oh, ja. Die... Alter! Ist das... Die Trojaner sind im Krieg... Warte. Ah, das dunkle Volk hat ein Defensivabkommen mit den Mayas und jetzt zerlegen sie ja zusammen die Trojaner. Okay, ja. Was ist das für ein Krieg? Also... Ja, okay, das ist bei denen ein Verteidigungskrieg und bei ihnen... Ich sehe nur Angriffskrieg, aber ich weiß nicht, was sie mit dem Krieg erreichen. Also ob die dann, dass dann ein tributpflichtiger Staat wird oder sowas. Die Amazonen und die Prikikiti.
Wir schließen ein Nicht-Angriffsversprechen. Dann können wir vielleicht ein Defensivabkommen schließen. Wir müssen unbedingt... Die hassen uns nicht... Ja, weil wir nicht mehr die Rivalen der Wikinger sind, hassen uns jetzt auch die Ägypter nicht mehr ganz so stark. Was ist mit den Asiaten? Flottenstärke überwältigend... Wirtschaftliche Macht ist überwältigend. Ach, du Scheiße. Ja. Ich muss mir was überlegen. Ich muss mir echt was überlegen, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Aber, und das muss ich ganz klar dazu sagen, ich glaube, es sah noch bis jetzt in keinem Stellaris-Spiel so aus. Wie gesagt, ich bin ja auch echt in der Kackposition. Ich bin hier ein Sandwich zwischen denen, Wikinger und Asiaten. Aber es ist, es macht Spaß. Also ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, weil das Ganze ja wirklich hier eine Art Testbett für die zukünftigen Stellaris-Videos ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich höre gerne von euch.